So, wie gesagt, das Auto hatte ich gekauft und bin dann damals mit noch etwa 6, 7 Wochen Zeit wieder zum Flughafen gefahren, habe das Auto auf dem Langzeitparkplatz abgestellt. Und irgendwie war ich sehr besorgt, dass das Auto gestohlen werden könnte oder irgendwas. Jedenfalls habe ich dann ein paar Sicherungen aus dem Auto entfernt und mit nach Deutschland genommen. Die Sicherungen hatte ich auch alle wieder mit. Aber wenn man natürlich nach einem langen Flug und nach einem langen Tag im Flieger der ankommt und draußen es schweinekalt ist, dann ist das schon ganz schön ätzend, wenn man da die Sicherungen abends im Dunkeln einbauen muss. Naja, die zweite Sorge, die ich hatte, hat die Batterie so lange gehalten. Und abends um 10 Uhr findet man selten jemanden, der einem einen sogenannten Jumpstart geben kann. Und die Sicherungen ins Auto eingebaut, reingesetzt, Schlüssel gedreht und der Motor sprang an. Alles war gut, irgendwie fiel der ganze Stress von unseren Schultern in dem Moment. Wir hatten unsere Koffer, wir waren angekommen in Denver, wir hatten ein Auto, was fährt und dann haben wir uns nur noch ein Hotel gesucht, sind bis nach Denver reingefahren, da wusste ich, da gab es ein Motel 6. Wir waren ja auf einem Budget, beziehungsweise als Auswanderer will man nicht direkt viel Geld ausgeben und wir hatten auch nicht so viel Geld, dass wir uns da ein luxuriöses Hotel hätten leisten können oder wollten und haben uns dann entsprechend in einem Motel 6 einquartiert. Das war eigentlich so der erste Tag unserer Auswanderung, langer Flug, Verspätung in Newark und dann die Ankunft in Denver mit dem Koffer weg. Das war also schon mehr, als man eigentlich wirklich haben wollte am ersten Tag. Aber es hat alles gut geklappt, wir waren angekommen und von da an ging es dann vorwärts.